house on a hill. So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir Judas, Tainted Judas, kennengelernt. Heute lernen wir Tainted Blue Baby kennen. No bombs, only poop. Und wir haben wieder ein... Ja. Scheinbar ein Q-Item. Hold. Das sind immer diese Q-Items, ne? Ja, stimmt, stimmt. Das fällt mir jetzt erst auf. Oha. Ja, dann gucken wir uns mal an, was das mit Blue Baby denn so macht. No bombs, only poop. Könnte ein schwieriger Charakter sein. Ich meine, ist schon im Original ein schwieriger Charakter mit seinem... was ist denn das da oben? Ach so, ich habe keine Bomben. Ich habe nur Poop. Ja, okay. So ergibt das schon wieder Sinn. So ergibt das schon wieder Sinn. Und holt es irgendeine Flasche. Was ist das denn? Ich drück's dann gleich mal. Ich will nur erstmal kurz hier unten mir die Münzen holen. So viel Zeit muss sein. Wenn ich das schon schieben kann, dieses Fass, dann holen wir uns hier auch den Topf. In dem hoffentlich Münzen drin sind, denn wenn nicht, bin ich richtig mad, weil ich mir hier Zeit nehme. Oh, er hat andere Schüsse. Okay, da ist ja eigentlich gar nichts drin. Okay, wir drücken mal Hold. Jetzt hat er eine Bombe konsumiert. Jetzt hat er es in der Hand. Hat er sie hingelegt. Also ich kann... Ich kann mit Kacke um mich werfen. Das sind... Also Bomben sind... Also es gibt keine Bomben. Es gibt nur... Ja, okay. Aber was ist... Ich versuche noch zu ermitteln, was da jetzt... Oder hat sich jetzt... Der Schuss hat sich geändert dadurch, oder? Guck mal, jetzt haben wir... Das wäre jetzt eine Bombe eigentlich. Jetzt ist es aber das Ding. Das ist nicht nur eine, das sind drei. Kann ich das auch so durchswitchen? Nein, ich kann nichts durchswitchen. Aber wenn ich jetzt praktisch hier E drücke, dann droppe ich einfach dieses Ding. Und... Ja, okay, in dem... Lol. Ja, okay, in dem... In dem Fall explodiert es ja sogar, aber das war nicht der Plan. Ah, jetzt habe ich das Ding eingesetzt und jetzt habe ich... Achso, das ist aber wie wenn ich Q... Achso, ich kann die Bombe speichern und dann wann anders... Also ich kann mit Q die Bombe speichern und dann wann anders einsetzen. Also so ein Ding ist das quasi. Uiuiui. Na, ich kann sagen, hold. Und hab dann die Bombe stattdessen. Bombe nicht, aber hab dann diesen Poop stattdessen, den ich da jetzt hab. Das ist ja ultra... Was, aber was bringt mir das? Was nützt mir das am Ende? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Also, welchen krassen Vorteil oder... Bisher hatte jeder Tainted-Charakter halt so... ein eindeutiges Gimmick, aber das Gimmick ist jetzt halt einfach nur, du hast keine Bomben und du kannst... Warum soll ich das holden? Ich meine, klar, dass ich noch nie... Ich komme noch nie... Wir gucken mal, was passiert. Wie gesagt, vielleicht beeinflusst es ja meine Schüsse, je nachdem, was da oben drin ist. Das kann ja sein, ne? Dass man sozusagen sagen kann, okay... Es geht immer, der Schuss ist immer der, der gerade ausgewählt ist da oben. Dann könnte ich jetzt sozusagen sagen, hold. Habe ich jetzt andere Schüsse? Nee, habe ich nicht. Aber jetzt droppe ich einfach zu...
Hä? Jetzt droppe ich einfach kleine Häufchen. Ach, droppe ich immer Häufchen, wenn ich nichts mehr da oben drin habe? Okay, ja gut, dann habe ich Poop als Waffe. Ja, I see. Und wenn da nichts drin ist, dann füllt sich das von selbst auf. Okay. Das macht zumindest jetzt ein bisschen mehr Sinn in welchen. Wait, das heißt doch aber, ich habe unendlich viele Bomben. Weil ich kann ja jederzeit so eine Bombe zum Beispiel generieren. So wie jetzt. Hier, zack. Aber das war keine Bombe. Ach so, oder aber, diese Dinger tauchen nur auf. Diese Mini-Poops tauchen nur auf in einem Raum mit Gegnern und vorne war das ja nicht so. Da hatte ich ja nichts mehr, da ist auch nichts aufgetaucht. Das könnte natürlich gut sein. Dass man dafür... Oha. Wait, das hat meine Stats verändert. Oh, und ich bin gerade voll dumm da überall reingelaufen. Hat das gerade... Das sah aus, als hätte das meine Stats verändert, dass ich mehr Kacke eingesammelt habe. Jetzt habe ich 6 Kacke. Ist da irgendeine Explosionskacke dabei? Aber ich kann nicht... Ich müsste jetzt... Also ich kann da nicht durchswitchen. Ich kann nur eine holden und dann ist die raus. Und dann kommt die nächste. Also ich kann jetzt nicht einfach auf eine Bombe gehen. Glaube ich. Denke ich. Weiß ich nicht. Ich kann es mal probieren. Jetzt habe ich die eine geholdet. Also, aber jetzt kann ich die nächste. Ja, aber ich will ja an die Bombe rankommen. Ja, das ist jetzt die Bombe. Ach, war dumm. Ich hätte es erst hochschieben sollen. Ja, ich hätte es erst zu denen schieben sollen. Guck mal, jetzt ist mein Damage und mein Tiers runtergegangen. Und zwar böse. Weil ich nicht mehr so viele Dinger dann drin habe, oder was? Das heißt, wenn ich so eine Bombe habe, beeinflusst mich das irgendwie? Oder was? Okay. Jetzt generiere ich wieder Zeug. Generiert es mal weiter, weil scheinbar gibt es ja auch mehr als 3. Ich bin tot. Also, solange keine Gegner da sind, generiert er nichts. Deswegen habe ich das vorher noch nicht verstanden mit dem Generieren. Ja, okay. Was für mich aber bedeutet, bis auf, dass ich halt keine Bomben habe, ist eigentlich alles relativ normal. Dumm ausgedrückt. Das ist eigentlich das Einzige, was anders ist. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass bis halt auf, dass ich keine Bomben legen kann, kann man den Run relativ normal spielen. Ich habe irgendwie die Möglichkeit, mehr Damage zu generieren mit dem Bombenkram. Das habe ich noch nicht verstanden. Oha. Ich meine, da ich aber mit ihm eh keine blauen Herzen kriege, kann ich das Knochenherz auch einfach einsammeln, ne? Halt dumm, aber was soll's. Hm. Ich
muss jetzt mal auf die Statuswerte gucken. Sobald ich so eine Bombenbombe einsammle. Die schien irgendwas mit dem Damage zu machen. Bombenbombe, so ein Pup halt. Scheiße. Oh, das war aber richtig wenig. So, jetzt habe ich 4. Das hat jetzt nichts verändert. Okay. Generiere ich jetzt trotzdem mehr? Oder muss ich erst wieder... Ach, scheiße. Irgendwas... Oh, hier ist zu viel los. Ich mache Quatsch. Ja, ist dumm gelaufen. Aber guck mal, jetzt hat es ganz viele Pups generiert. Wie generiert es Pups? Wann generiert es Pups? Das muss ich noch verstehen, glaube ich. Also, nee, ich glaube es nicht. Ich weiß, dass ich es noch verstehen muss. Und was die unterschiedlichen Arten von Pups machen, muss ich auch noch verstehen. Gib mir erstmal meinen Damage ab. Ich werde jetzt mal nicht anfangen, das einzusetzen, sondern ich werde einfach mal... Also gut, eins kann ich auf Hold setzen, so. Aber ansonsten werde ich jetzt mal nichts weiter einsetzen. Ja, shit, ich wollte es noch verschieben. Werde ich mal nichts weiter einsetzen und einfach gucken. Gucken, ob es von selber jetzt Pup generiert oder ob ich dafür irgendwas tun muss. Okay, so, das ist Nummer 3. Und solange ich den nicht einsammle, generiere ich doch jetzt weiter. Weil erst bei 3, wenn ich 3 voll habe, dann generiert er nicht mehr. Sehe ich das richtig? Müsste jetzt nicht noch weiter generieren? Weiß nicht. Ja, weiß nicht einsammeln, ne? Jetzt generieren wir mal einfach weiter, bis ganz viel von dem Zeug da liegt. Und dann sammeln wir die alle ein und dann gucken, ob das hier mit meinen Statuswerten irgendwas macht. Okay, sammeln wir mal ein. 1, 2. Habe ich alle? Ich habe alle. Aber hat mit meinen Statuswerten jetzt nichts gemacht. Jetzt habe ich 6. Kann ich 7 einsammeln? Guck mal, jetzt kommen hier... Wo kommen denn die anderen her? Die kommen irgendwie raus aus... Da kam einfach einer her. Kommt die aus mir? Jetzt habe ich 7. Ach, scheiße. Da ist 8. Aber es ändert nichts. Warum hat es dann vorhin... Aus irgendeinem Grund hat es vorhin irgendwas ge... Was habe ich vorhin anders gemacht? Das habe ich noch nicht verstanden. Das habe ich noch nicht verstanden. Also, was ich verstanden habe, solange Gegner nicht da sind, generiere ich nichts. Also von selbst kann ich praktisch bei 0 ankommen und das ist 0. Oh nee, das ist dieses merkwürdige... Nee, danke. Verstehe den Hold-Effekt auch noch nicht. Ich meine, ja, ich kann eines zurückhalten, wenn ich ein anderes haben will, aber ich meine, es ist nur eins. Das wirkt so, als ob das mega krasse Item wäre. Oder ist, wenn ich so ein krasses Ding holde, ist, dass das auf mich was ausmacht. Irgendwie tut es das ja nicht, ne? Ich check halt nicht.
check halt nicht, was das... Also, ja, ich habe noch nicht den Sinn verstanden. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon hätte verstehen können. Oder ob das so aus meiner Position einfach noch nicht möglich ist. Was nützt mir dieses Hold? Warum sollte ich unbedingt jetzt eine Bombe unbedingt... Also sodass das halt extra ein extra Item auch noch ist. Mit extra Taste und allem. Warum sollte ich denn jetzt unbedingt eine Bombe halten? Also ich sag immer Bombe. So ein Pup halten wollen. Ja, ich kann ihn mir speichern, aber wozu? Das ist super weird. Ich will jetzt unbedingt genau diesen einen Pup, den möchte ich später einsetzen. Und zwar nicht genau jetzt. Weil ich der Pupmeister bin. Guck mal, wie viele Pups wir haben. Da ist sogar ein Holy Pup dabei. Was macht der denn? Kann der was? Ich würde gerne bis zum Holy Pup kommen. Ja, so viel dazu. Ich check überhaupt nicht, was ich jetzt mit ihm anfangen kann. Uff. Also ich glaube, ich habe den Vorzug dieses tollen Items einfach noch nicht verstanden. Was wird es sein? Ja, da will ich unbedingt hin. Die will ich alle haben. Okay, wir haben jetzt drei. Generiere ich trotzdem Poop? Weil ich hatte den Eindruck, bei drei generiere ich... Okay, ich generiere immer Poop. Dann kann ich es auch einsammeln, wenn ich es eh immer generiere. Cool. Aber es hat bestimmt noch irgendeinen Zusatzeffekt, den ich halt noch nicht verstehe. Ich kann die auch alle einsetzen. Guck mal, jetzt gingen meine Stats hoch und jetzt wieder runter. Was habe ich gerade gemacht? Was habe ich gerade gemacht, dass meine Stats hochgegangen sind? Jetzt ging sie hoch. Ach so, weil ich diesen... Ah. Dieser eine Effekt macht das. Dieser eine Effekt macht temporär meine Stats hoch. Nee, der nicht. Welcher ist denn das? Nee, der auch nicht. Das ist der. Nee, der sah anders aus. Der sah anders aus. Wie sah denn. Welcher ist denn das? Das ist dieses Ding, das ist dieses Ding, das ist dieses Ding. Das ist die Bombe. Toll. Der da. Dieser Tropfen. Achtung. Genau, der macht meine Stats hoch. Und wenn es vorbei ist, dann macht er die halt wieder runter. Ach, wenn ich da drauf stehe, macht es nur die Stats hoch. Ach, das ist vorhin passiert. Nur wenn ich da drauf stehe, habe ich krassere lol. Ja, lol, okay. Ja, was zur Hölle? Okay. Dann wäre das zum Beispiel ein Item, was ich halten wollen würde. Jetzt würde mich mal interessieren, kann ich Items der gleichen Art mehrfach halten? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte den hier halten und die anderen setze ich ein. So, keine Ahnung. Das hat ja viel gebracht.
Hat ja richtig viel gebracht. Ja, das Fass juckt es auch gar nicht. Okay. Achso, aber jetzt kriege ich die anderen ja nicht. Ah, ja, ich sehe. Boah, ich finde... Oh. Okay, jetzt haben wir zwei gleiche. Jetzt kann ich es testen. Q, und jetzt kommt der nochmal. Q, nein, dann kommt er einfach raus. Und damit so eine Fläche gemacht und auf der Fläche kann ich dann... bin ich stärker. Oh je. Nein. Okay. Ja, man startet immer mit dem gleichen Müll, ne? Jo, ich bin jetzt schon ich bin böse überfordert mit dem Baby. Ich verstehe. Ich glaube, ich sollte einfach so spielen, als wenn es diesen komischen Effekt nicht gäbe. Problem ist halt, ich nutze relativ oft ja eigentlich sogar wirklich Bomben, um hier zum Beispiel mir Geld und so zu holen. Aber ich glaube auch hier, wir müssen einfach in eine Situation kommen, bis halt der ranläuft. Und zwar unabhängig von diesem komischen Effekt mit dem, mit den Dingern da. Das ist halt das Problem. Ich muss halt hier wieder durchkommen. Es ist immer die erste Ebene. Es ist immer das Gleiche. Nur das Ding ist halt, vielleicht könnte ich mit Kenntnis von dem Vieh, könnte ich es besser nutzen. So, das kann natürlich sein. Na, das weiß ich nicht. Dass es noch viel mehr zu wissen gibt, was dieses Ding angeht. Dass das, was wir bisher wissen, noch lange nicht alles ist. Ach, Scheißdreck. Das ist natürlich gut möglich. Nein, ich kann... Oh mein Gott. Na, jetzt kann ich hier dieses Ding einsetzen und kann hier so eine Spur machen und auf der Spur bin ich jetzt krass. Auch nur, wenn ich auf der Spur stehe. Ich wollte eigentlich eben so ein Steinding in den Hintern schmeißen. Das hat nicht so gut funktioniert. Boah, ich bin überfordert. Jetzt haben wir eine Bombe. Okay. Wir haben eine Bombe und wir sollten sie direkt nutzen. Für die Kollegen hier. Yes. Genau so. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Und kann hier rein. Kills Heal nützt mir, glaube ich... Ah, okay, es macht Damage auch ab. Dann ist es doch ein bisschen was. Dann ist es doch ein bisschen nützlich. Ui, ich hab das falsch gesehen. Huch, scheiße. Das war nicht, was ich wollte. Ich dachte, das ist was anderes, was ich da gesehen habe. Ja gut, das ist jetzt passiert, ne? Das ist jetzt halt passiert. Ja, also die Dinger können schon was Cooles machen. So ist es nicht. Ich glaube, die kann man schon einsetzen. Ich meine, ich kann die zum Beispiel schmeißen und dann ist das Viech halt weg. Jetzt habe ich wieder eine Bombe. Die würde ich jetzt zum Beispiel holden. Bombe würde ich holden. Ich glaube, jetzt so ist es gedacht. Ich glaube, so in etwa ist es gedacht, dass man sagt, okay, hier ist eine Bombe. Bombe auf Hold. Jetzt habe ich sie eingesetzt. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich E drücken und das Ding so einsetzen. Haben wir nochmal so eine Spur, machen hier einfach mehr Fläche, wo wir Schaden machen. Und mehr Fläche, wo wir Schaden machen, ist natürlich gut. Na, gar keine Frage. So, das nächste setze ich auch ein und jetzt habe ich wieder eine Bombe, die setze ich auf Q. K.
Kills heal nützt mir leider nichts, weil ich blaue Herzen habe. Aber ist in Ordnung, dass es sich auslöst. Ja, okay. Wenn man die so ein bisschen geschickt einsetzt, die Dinger, dann ist es eigentlich gar nicht so dumm, würde ich sagen. Na, dann kann man hier sowas machen. Kommt mir hier ganz gut zurecht. So ein Stein macht wahrscheinlich auch... Wahrscheinlich haben die Unterschied... Oh mein Gott. Wahrscheinlich haben die unterschiedlichen Haufen halt noch unterschiedliche Funktionen. Wahrscheinlich kann selbst der Stein irgendwas Krasses. Ich weiß nicht, was er so Krasses können könnte. Aber der kann bestimmt irgendwas Krasses. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder eine Bombe da drin. Aber die kann ich... Ich meine, ich habe ja schon eine Bombe auf Hold. Oh, und der Duft bleibt auch, wenn wir da so einen... LOL. Wie viel ich gerade generiere. Wo kommt das denn alles her? Yo. Also dieser Duft, den ich verbreite, der bleibt auch. Das ist ja auch cool. Das ist das Grüne, ne? Das ist jetzt so ein normaler Pup, dann schmeiße ich einfach da rein. Das sind so Fliegen. Und jetzt kommt wieder der Duftpup. Ah, ne, doch nicht. Ah, das war Gift. Jo, aber so klappt... So ist es dann schon jetzt. Okay, okay. So langsam komme ich rein. So langsam komme ich rein in den Dude. Ja, okay. So, wahrscheinlich kann... Ja, jetzt habe ich wieder eine Bombe. So mache ich... Okay. Ja, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Wenn vor allem dieser Effekt länger bleibt und sowas, ne? Guck mal, wie viele Bomben wir jetzt da oben drin haben. Dann lasse ich das jetzt aber immer noch hier in dem Kampf, damit wir hier die Spur weiter nutzen können. Du kriegst das erstmal ins Gesicht. Du kriegst das ins Gesicht. Oh shit. Nicht aufgepasst. Du kriegst das ins Gesicht. Und ihr kriegt das hier alle ins Gesicht. Zack. Jo, guckt euch, wie viel da jetzt liegt. Ja, okay. Ich komm rein. Ich komm rein ins Baby. Ich komm rein. Es ist sehr weird. Es ist sehr weird, aber wir kommen rein. Ja? Wait, kann ich nicht mehr wie 9 haben? Oh, ich glaube, ich kann nicht mehr wie 9 haben. Ich habe gerade eingesammelt und der Zähler ist meiner Meinung nach nicht hoch. Bin mir nicht sicher, ob ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, aber ich habe das richtig gesehen. Will ich sowas wie Chaos jetzt hier kaufen? Ergibt es Sinn? Dass es mir alle Pools durcheinander wirbelt? Ergibt Chaos beim Greed Mode Sinn? Ich meine, dann könnte ich hier Engel-Items bekommen. Aber gleichzeitig kann ich dann im Engel-Dings Müll bekommen. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist. Wahrscheinlich schon. Okay, alleine dafür hat sich's gelohnt. Null. Jetzt brauche ich keinen Schlüssel mehr kaufen. Okay. Leider haben wir noch... Wait a moment. Ich habe ja noch eine Bombe auf Hold. Habe ich irgendwas zum Sprengen? Ja, ich könnte ihn hier sprengen. Nice. Geld ist Geld. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Das erste Mal in dem Part, dass wir in die nächste Ebene kommen. Aber so langsam habe ich, denke ich, verstanden, wie man mit den Bomben kämpft. Ich sage immer Bomben! Mit den Kackhaufen halt. Das ist schon weird. Aber das ist jetzt... Boah, kann man nehmen. Aber ich meine, wir haben jetzt Chaos. Es könnte jetzt überall alles auftauchen. Okay, sammeln ich jetzt wirklich Bombs oder sammeln ich jetzt einfach... Kacke.
Was sammle ich jetzt am Ende? Oh, das Candy hat. Ich weiß gar nicht, ob das für Dings irgendeine Effizienz hat. So, was passiert? Aha! So, die sind also ganz normal, werden die gespawnt. Okay. Die sind also ganz normal. So, ich gucke jetzt mal kurz nach, was das Candy Heart macht. Ob das auf Blue Baby... Dahin wollte ich nicht klicken. Ob das auf Blue Baby irgendeinen Effekt hat. Candy. Every half red heart you pick up. Ja, ist schon vorbei. Ist schon vorbei, aber geile Sache. Jedes rote Herz, was man aufnimmt, gibt einen permanenten Status in Statuszusatzwert. Das ist wie dieses Item mit den blauen Herzen. Oder kann ich die jetzt aufheben? Und jetzt geht's dann doch? Oder wie? Oder ist es... Also, kann ich sie jetzt aufheben und sie haben dann einen anderen Effekt? Ich wollte das nicht. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Was habe ich denn jetzt auf, Dings? Ich mach's mal schnell wieder raus. Ach, das Ding. Oh, das geht auch kaputt. Okay. Also mit dem... Okay. Wir probieren es einfach mal kurz aus. Ist wahrscheinlich Müll. Ja, okay. Ich kann es nicht einsammeln. Ja, okay. Ich muss es ausprobieren. Man weiß es ja vorher nicht, ne? War eine schwachsinniger Kauf, aber dafür haben wir jetzt hier die Hosen als nächstes. Okay. Sollten wir zu der Hose kommen. Sie zu kaufen. Oh mein Gott, was mache ich? Ah, und den kann ich jetzt nutzen, um... Genau. Für sowas. Aber ich meine, das Candy hat passt zu Kills Heal. Wir haben Items, die sind für rote Herzen voll gut. Nutzen mir einfach effektiv nichts. Lul. Oha. Ich glaube, das Cookbook ist nicht so die beste Idee. Ich glaube, wir nehmen einen Lemon Juice wieder mit. Erstmal. Es dürfte tatsächlich weniger gefährlich sein. Trotzdem nutzen wir es mal gerade, weil ne, ich kann hier gut aufräumen. Oder auch nicht. So, hier ist wieder meine Spur. Ah, die wollte ich eigentlich mal holden. Ein bisschen viel los hier, wenn ich das mal so sagen darf. Da unten ist jetzt so ein Dampf. Ja, ich bin gleich tot, aber es ist okay. Wir haben eh Items eingesammelt, die kompletter Müll sind hier für die Runde. Ja, das ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Jetzt der richtige Run. Wir haben es raus, wie es geht. Wir haben jetzt raus, wie es funktioniert. Jetzt kommt der Run. So ein Ding ist das. Wir haben jetzt raus, wie das Konzept hier funktioniert. So. Okay. Ich setze den auf Hold und kann jetzt hier die Bombe werfen. Und krieg so mein Geld. Leider ist der andere nicht mit hochgegangen, weil ich zu schlecht werfe. Aber ist okay. Und das ist schon ein sehr guter Start. Den nehmen wir. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt nämlich Müll ist, was da drin ist, dann resetten wir einfach. Aber so resetten wir nichts. Sehr schön. Direkt mal ein leckeres. Weil kann ich den mit mir rumlaufen und mach dann... Oha! Oha! Ich kann den halten. Ich meine, ich schieße dann in dem Moment nicht. Aber ich hab den einfach die ganze Zeit jetzt... Oha! Okay, das ist auch sehr interessant. Das ist übelst interessant. Leider kann ich halt nicht gleichzeitig schießen. Aber imagine, jetzt hätte ich einfach zusätzlich das Blatt. Wisst ihr, wie ich meine?
Das wäre insane. Das war dumm. Also eine Bombe sollte ich immer auf Spar machen. Auf Dings, ne? Jetzt kommt hier die Spur. Jetzt kommt, weiß ich gar nicht. Ach, damit generiere ich mir Fliegen. Natürlich, damit generiere ich mir Fliegen. Hier, Gift für euch. Nice. Mehr Spur. Dann haben wir hier wieder Fliegengeneration. Okay, da kamen jetzt keine Fliegen raus. Manchmal kommen die wahrscheinlich, die kommen wahrscheinlich nicht immer. Dann haben wir jetzt dieses Ding, wo ich so einen Dings mache. Jetzt haben wir Feuer. Das macht wahrscheinlich auch ordentlich Schaden. Ja. Schön, schön. Und das ist jetzt wieder das Ding, wo, wenn ich es angreife, dann verwirrt es die Gegner und macht auch Schaden. So, jetzt, wir wollten mal gucken, ob wir mehr wie 9 tragen können. Ne? Jetzt haben wir 9. Wenn ich jetzt noch eins einsammle, ob es das nächste überschreibt oder ob ich dann wirklich eins bekomme noch. Aha, also bei 9 ist Schluss. Ich kann nicht mehr wie 9 haben. Good to know. Das ist wirklich good to know. So. Oh, der ist direkt in der Spur gestorben. Das ist schon nice. Yo, das macht halt schon böse Schaden. Oha! Wie habe ich denn das gemacht, dass die Spur jetzt hier noch so krasser wird? Oh, jetzt ist sie nicht mehr so krass. Ach, weil ich sie mit Dings kombiniert habe, oder was? Mit Feuer? Sagst du mir? Hier, der kriegt jetzt die ganze Zeit, wenn er da oben rankt. Oh, shit. Ah, wenn ich jetzt hier reingehe... Oh! Also das ändert auch noch die Farbe, je nachdem, was da für ein Pup angrenzt. Also nicht angrenzt. Ich laber scheiße, aber ihr wisst, was ich meine. Guck mal, jetzt ist das hier alles so grünlich. Interessant. Ich will jetzt aber nicht den Ort verlassen, weil das ist ja eigentlich ganz gut vorbereitet für den Endkampf! Yo, da haut's ihn einfach... Oh, da war ein Stein. Da war ein Stein. Aber ich habe eh zu viel Energie verloren. Ah, der Stein war dumm. Der Stein war dumm. Ich frage mich, was ich aber mit dem Stein Pup machen kann. Ich kann ihn natürlich so als Schutz nutzen. Der geht nicht so schnell kaputt. Na, das ist grundsätzlich schon, ist mir schon klar, das ist was, womit ich ihn nutzen könnte. Beziehungsweise wie ich ihn nutzen könnte, aber es ist noch nicht so das Nonplusultra. Kann ich mit dem Stein vielleicht die Truhe öffnen? Schade. Man kann es ja mal probieren. Ich musste sowieso den Stein loswerden, weil wir jetzt hier die Viecher sprengen müssen. Diesmal aber richtig. Nice. Diesmal haben wir beide gesprengt, aber leider nicht ganz das bekommen, was wir wollten. Oh, ein Luck-Up-Dings war dabei. Das ist natürlich nett. Okay, das ist nicht so cool. Eigentlich will ich ja nicht getroffen werden. Dann machen wir jetzt noch Folgendes. Wir gucken, ob hier der Geheimraum ist und wenn nicht, dann resetten wir einfach. Ich habe den Rand jetzt noch nicht so gefühlt, muss ich gestehen. Ich frage mich halt, ob ich mit dem Steinpup noch irgendwie mehr machen kann, als das, was ich denke. Als das, was ich schon kenne. Ach, geh doch heim! Bin ich gerade erschrocken. Okay, kann ich beide mit dem Feuer erwischen? Grundsätzlich ja. Wenn ich gut werfen könnte. Resetten wir. Okay. Jetzt
2 HP ab. Meins war eh kacke, mit diesem Feuerding zu starten, ne? Okay, wir machen es mal so. Wait! Das ist ja auch wieder zum Rumlaufen möglich. Aber so ne. Ja, okay, aber die kann ich dann nicht. Ich verstehe. Ja, okay, es hat jetzt eh keine Münzen gegeben. Dann will ich auch gar nicht weitermachen, weil ich will auf jeden Fall, wenn dann gleich in den Itemraum mit reinkommen. Aber das Interessante ist halt wirklich, dass ich sozusagen manche Sachen dann mit mir rumtragen kann und es auf die Art und Weise mehr bringt. Oha, das ist ein cooler Start. Ja, okay, wenn jetzt mehr nicht drin ist, ist es in Ordnung. Damit kann ich leben. Okay, kann ich das Feuer mit Feuer ausmachen? Oh, offensichtlich ist das blaue Feuer krasser. Auch interessant. So, dann machen wir hier gleich mal so ein... Ach, doch, war schon richtig. So ein Teil und da ist jetzt so... Das hält jetzt eine Weile erstmal rum. Okay. Ja, let's go. Okay, haben wir direkt eine Bombe. Die machen wir auch mal auf Hold. Nein. Nein. Hier, geht mal hier rein. Oh, das, oh shit, das macht denen nicht so viel aus. Ich hab gehofft, das macht denen mehr aus. Oh, das juckt die gar nicht. Oh, das juckt die halt wirklich nicht. Oh shit. Oh hier, ich bin das Gift. Na, das hat nicht viel. Das war nicht so wirksam, wie ich es mir erhofft hatte. Muss ich leider gestehen. Wenn ich den Pup jetzt hier setze, bleibt der? Oder geht der weg? Ah, es geht weg. Aber meint. Man kann es ja mal testen. Diesmal habe ich keine Bombe, die mir hier irgendwie durchhilft. Das hier ist auch alles nicht nützlich. Ach, die Fliegen kommen erst nach und nach daraus, habe ich gerade gesehen. Okay. Nein, das sind die komischen Eye-Drops. Okay, wir haben... Oh, da wäre ich fast ins Feuer gerannt. Aber apropos Feuer. Wir haben da schon wieder was. Oh, okay. Das ist jetzt besonders interessant, weil wir ja selber die Dinge generieren. Das ist jetzt besonders. Und du hast wieder Chaos. Und wahrscheinlich würde dir wieder sagen, yo, Chaos ist Chaos. Nimm Chaos mit. Ach man, jetzt kommt hier nichts Gescheites. Das ist doch frech. Na gut, aber wir spielen mal weiter. Weil ich glaube, der Luckpoop ist in meiner Kombination schon eine interessante Geschichte. Aber jetzt kann ich hier zum Beispiel den werfen und dann kommt da was raus, wenn ich Glück habe. Ja, vielleicht kommt auch was Gescheites raus. Aber da hat mir jetzt nicht so Glück. Das war leider nichts Gescheites. Huh. Na gut, gucken wir mal, in welche Richtung das geht. Ich meine, der war jetzt halt am besten mit dem All Stats up am Anfang. Das war halt cool. Das haben wir jetzt halt leider so schnell natürlich nicht mehr. Das ist klar. Jetzt mache ich erstmal die Spur. Schön groß, dass ich auch überall schön Damage abmache. Wenn ich draufstehen würde, mal so. Jetzt haben wir einen normalen. Den werfe ich einfach mal. Oh mein Gott! Zu wenig weit geworfen. Ach, Schande! Okay. Besser.
So, den setze ich jetzt mal und lasse erstmal ein paar Fliegen generieren. Den darf ich nämlich nicht kaputt machen. Der haut nämlich von selber Fliegen raus. Jetzt habe ich den verstanden. Man muss wirklich jeden einzelnen Kackhaufen verstehen lernen erstmal. Oha. Dann hat der Steinkackhaufen bestimmt auch noch irgendeine bessere Bedeutung. Jo, aber imagine einfach... Imagine einfach, wir haben ganz viele von den Fliegendingern rumliegen. Dann kommen ja die ganze Zeit Fliegen raus. Oh shit, das war der Kettenbomben-Dings. Ja, es kommt leider kein weiterer Fliegendings. Das wäre dann auch eine, die ich zurückhalten würde. Jetzt ergibt das Hold schon viel mehr Sinn plötzlich, ne? Weil dann kann ich... Ja, stimmt. Das ist wie wenn du so ein Schlachtfeld vorbereitest. Ne? Wenn die jetzt da in das Feuer reinrennen, ist cool. Ja, okay. Das ist eigentlich... Das wird immer strategischer, je mehr man das spielt. Jetzt habe ich so ein Fliegending zum Beispiel. Das schmeiße ich jetzt hier hin und werden hier oben auch Fliegen generiert. Oh, jetzt hat er es kaputt gemacht. Ja, okay. Ah, shit. Oh, das ist voll interessant. Bam. Das ist übelst interessant. Aber ich mach den mal weg, weil das gefällt mir nicht. Ich renne da irgendwann da noch rein. Das muss nicht sein. Ja, und jetzt machen die hier den Rest. Und ist dieser rote Pup... Ja. Ich wollte gerade sagen, dieser rote Pup ist jetzt sozusagen... Wobei, der brennt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der schädlich für den ist. Ah, das war dumm. Muss ich aber alles kaputt machen. Ah, und wenn ich die Fliegen kaputt, die Fliegenhaufen kaputt mache, dann kommen die erstmal zu mir. I see. Ich habe schon wieder viel zu viel verloren. Ich weiß, ist schon keine gute Runde. Das ist mir bewusst. Nice. Genau, wie ich es wollte. Ah, das ist mir durchaus bewusst, dass das schon wieder keine gute Runde ist, aber... Ja, okay. Bisher bin ich nicht überzeugt, hier weiter... Doch, ich bin überzeugt, weiter zu spielen, weil wir das Trinket haben. Das Trinket kann uns nämlich schon noch mit der Zeit gute Dienste erweisen. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall zwei neue Items. Herzenstechnisch ist halt nicht so geil bisher, ne? Das muss man zugeben. Aber so an sich ist es eine interessante Sache. Also ich verstehe jetzt langsam, man bereitet sozusagen... Das ist wirklich so eine Vorbereitung von einem Schlachtfeld. Ich kann so Dinger... Oha. Okay, okay, okay. I see where you come from. Nein, ich wollte... Ich dachte, ich werf den, aber ja, man setzt ihn einfach. Okay. I'm sorry. Das war Bullshit. Oh mein Gott, ich dachte, man wirft den. Aber es war nicht der, den man wirft. Der, den man wirft, ist grün. Ah, das war dumm. Warum bin ich so? Oh mein Gott, ja. Oh, das juckt ihn gar nicht.
Lol, Schlüssel für mindestens einen Schlüssel, das ist doch in Ordnung. In der Natur könnte auch nochmal ein Schlüssel sein. Er ist nicht, aber okay. Ja, Amnesia gibt's gratis dazu, kann man mal machen. Kann man mal machen. Oh, das ist allerdings auch interessant. Der Usable, das Tierding ist lustig. Ich weiß gar nicht, ob man das einsetzen konnte, ob das sich von selbst... Oh, aber mit dem wird es noch genialer. Mit dem wird es richtig gut. Müssen wir kaufen. Müssen wir kaufen. Ich muss die Runde überstehen. Guys, ich muss diese Runde überstehen. Helft mir, diese Runde zu überstehen. Okay, cool. Weil jedes Mal, wenn ich Gegner treffe, lädt er sich auf. Und ich treffe damit der Gegner. Ich kann es dann spammen. Ich kann es dann einfach spammen. Ich muss diese Runde überstehen. Ich will das haben. Ich will diese scheiß Batterie haben. Oh mein Gott, wie sehr ich diese Batterie haben will. Nice. Ey, das ist so gut. Was ist passiert? Was hat mich denn jetzt explodieren lassen? Also irgendwas ist mir gerade in die Luft geflogen. Ich weiß aber nicht was. Ah, wenn ich mit dem Feuer in das Gas reingehe, ist das vielleicht dumm? Ist das wirklich so wie Gas? Oh nein, ich will nicht drauf gehen. Wir leben. Nein. Okay, wir haben genug. Ich muss jetzt rausgehen, weil ich will das Ding kaufen. So, Problem ist meine Energie. Meine Energie ist ein kleines Problem. Die ist nicht ganz so gut. Aber wir können jetzt erstmal diesen Platz hier vorbereiten. Und sagen hier. Und sagen hier. Und fliegen. Fliegen generieren wir mal hier. Und noch mehr Feuer legen wir hier. Und den machen wir mal hier. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Das ist in die Luft geflogen vorhin. Okay, ich wollte es gerade mal testen jetzt auch. Ah, jetzt kriegen wir noch so eine Spur. Oh, holy poop. Was macht der denn? Erleuchtet. Mache ich damit Schaden? Ah, im Bereich von Holy Poop bin ich crazy drauf wieder. Und dann hier erst recht. LOL. Die Kombination ist ja insane. Schade. Aber, ach man, ich hätte so gern dieses Tierburst mit dem Item... Ach man, das hätte sich immer wieder schön aufgeladen. Das hätte sich jedes Mal wieder aufgeladen. Ich hätte es einfach spammen können. Oh, ärgerlich. Ärgerlich. Aber ich sehe, ich erkenne das Potenzial jetzt vom Baby. Wir haben es verstanden. Es hat einen ganzen Part gebraucht, um zu verstehen, was hier überhaupt los ist. Na? Oh, Damage ging runter. Oh, nee, komm. Es hat einen ganzen Part gebraucht, um zu verstehen, was überhaupt los ist. Aber... Ich denke, dafür haben wir jetzt... dann gute Voraussetzungen... hier was Brauchbares in die Wege zu leiten. Ach, scheiße. Geh doch in den Itemraum rein.
Spiel, warum darf ich nicht in den Itemraum rein? Das ist frech. Okay, aber jetzt fliegen. Einmal hier. Einmal hier. Dann sind die schön mittig und werden immer schön in die Gegner direkt reinrasseln. Bis sie halt kaputt gehen. Ach. Ja, lol, da geht's direkt kaputt. Oh, Mann. Das war nicht der Plan, ne? Hier, erwisch dich. Mach dich weg. Hä, wo sind meine ganzen Dinger hin? Hä, was ist passiert? Hatte ich nicht gerade noch Flieg... Hä? Oh, wir haben den Poop wieder. Aber das habe ich ja gerade wieder nicht verstanden. Oh, da ist die Fläche. Aber das habe ich ja gerade nicht verstanden mal wieder. Lull. Nein, ich habe den kaputt gemacht. Ich wollte nicht. Ich hatte doch aber gerade zu viele. Wo sind die hin? Also das Steinding habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht kann man da mit einem normalen Rand irgendwie so ein Loch über dem Boden erstellen. Keine Ahnung, kann ich mir gut vorstellen. Dass es halt wirklich dann so ein Stein ist. Ach so, solange der Feuer da drauf ist. Deswegen habe ich vorhin Feuer gemacht. Ey, das wird ja immer strategischer hier. Oh shit, oh shit, oh shit, meine Hilfe. Ah, das ist ja cool. Nein! Auf. Ah shit, den hat's direkt kaputt gemacht. Ah, Mist! So, mach dich weg. Burn in hell. Nice. Okay, wir sind eh bei 9. Kann ich jetzt diese Spur praktisch fortführen und die wird dann hier auch so rot? Ja, also... Aber das ist ja voll gut. Oh, shit. Ja, so viel dazu. Ja, okay. Das war's dann mit der Spur. Was für einen Effekt kann die Spur noch haben? Ach ja, klar. Der Holy-Effekt. Das kann ich jetzt da drüber werfen und dann wird die ganze Spur... Yo! Ey, das ist übelst geil. Waren wir schon im Itemraum drin? Ne, waren wir noch gar nicht. Gehen wir mal fix in den Itemraum, dann müssen wir uns auch ein bisschen schneller machen wieder. Weil wir vorhin einen crazy Speeddown bekommen haben. Durch das Stompy. Okay. Ja, mehr gibt's nicht zu tun jetzt, ne? Nee, mehr gibt's nicht zu tun. Ich frage mich, ob es jetzt noch einen Poop gibt, mit dem man vielleicht auch gut in den Stachelraum rein kann. Aber ich schätze mal nicht. Okay, sehr geil. Da kommen wir direkt hier rein. Ja, der ist auch in Ordnung. Der ist ganz cool. Der ist echt ganz cool.
So, bis ich die Bomben kommen, ist es zu weit. Also jetzt alles hier aufzusetzen, wäre dumm. Dann müssen wir erstmal weitermachen. Was war das für ein Ding? Das ist auch irgendein Hard, ne? Aber was für ein Hard? Ach ja, das Empty Hard. Each new floor, if you have one red heart or less, has no effect. Ach so. Ah, hat sich erledigt. Hab ich, glaube ich, sogar schon mal mit Blue Baby nachgeguckt. Okay. So, ab dafür. Das Coole ist jetzt mit diesem Spacebar-Item, kann ich auch hier wieder, wenn ich da eine Aufladung dafür bekomme, kann ich ganz viele von diesen Dingern generieren. Die sausen hier überall durch die Gegend. Das ist voll cool. Oh, ich habe noch gar nicht meine Viecher gesetzt. Kommt mir da gerade. Sollte ich auch mal machen. Beim die machen. Oh nein, ich hab's kaputt gelaufen. Na, aber check dir, wie viele von den Viechern wir hier generieren können. Das wird super gut. Scheiße. Ich frage mich gerade, ob wir mit der Verbindung, die die herstellen, ob wir damit auch den Dings machen können. So, dies. Die Spur verschwindet wieder. Nee, ist in Ordnung. Können wir nicht. Nichts gesagt. Ich check teilweise gar nicht, wo noch Gegner sind und wo meine Viecher sind. Hilfe. Nein, ich hab's kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Nein, ich hab's kaputt gemacht. So, wir müssen aber hier weitermachen, weil jetzt sind die Viecher ja da. Wenn ich jetzt rausgehe, sind sie wieder weg. Das wäre dumm. Also machen wir auch weiter. Ich packe nur noch ganz kurz hier. Das wollte ich nicht. Ich packe nur ganz kurz hier noch so ein paar Sachen hin. Vor allem die Spur wollte ich hier einmal. Und guck, ob die Spur eben jetzt. Oh, wird die beschrieben? Ah ne, okay, die bleibt, die bleibt. Das wäre sonst frech gewesen. Aber sie wird jetzt nicht übernommen in dem Sinne. Okay, alles klar. Oh, ich habe ein Feuer. Dann werfe ich den noch eben dahin. Dann hat die Spur gleich mal diesen Effekt. Nein! Ah, ich habe die Sting wieder angegriffen. Das wollte ich nicht. Mit der Spur ist voll cool, ne? Oh ja, der ist auf der Spur gespawnt. Der ist auf der Spur gespawnt. Wie gut. Oh Mist. Oh, das war knapp. Okay. Ey, wo ist noch was? Ach, da fliegt noch ein Kugelding rum. Eine kleine Kugel fliegt noch rum. Komm, mach dich weg. Okay. Es ist. Ich muss echt aufpassen. Ich mache zu viel auf einmal, ne? Da muss ich böse aufpassen. Ah, das kriegt auch einen Gifteffekt dann. Oh. Oh Gott, welche sind jetzt meine und welche nicht? Die mit Augen sind meine. Die mit Augen sind meine. Die mit Kugel, also die mit dem Kreisding nicht. Okay. Ah. Okay, es ist down. Es ist down. So,
Ich wäre ja fürs Damage ab. Aber das ist halt auch interessant. Nee, das ist nicht interessant, weil wir brauchen ja die blauen Herzen. Hä, wie wirkt sich denn das dann aus, das Book of Virtues mit dem Blue Baby? Also. Ach so, das hat damit gar nichts zu tun. Die blauen. Ah! Das mit den blauen Herzen ist nur in Kombination mit Bethany. Ich werde trotzdem fürs Damage ab. Oh, weil es war auch noch HP ab, habe ich gar nicht mehr gewusst, siehst du. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch blaue Herzen rauskriegen. Schade. Schade. Dann kaufen wir mal ein bisschen was. Schlüssel braucht man noch nicht kaufen. Kann ich die auch mit Gift wegmachen? Nee, also Gift jucken die überhaupt nicht. Gift juckt die überhaupt nicht. Feuer juckt die halt. Aber das war ja jetzt nicht so effektiv. Na gut, dann kaufen wir nichts, würde ich sagen. Und gehen weiter. Ich weiß, das ist... Soll ich Road Rage? Ach komm, Road Rage. Sonst schimpft wieder einer. Oh, okay. Ich brauche noch eine Münze. Zwei Münzen brauche ich noch. Zwei Münzen. Ich will das Damage ab. Wie kriege ich jetzt das Damage ab? Ah, hier ist leider nichts Nützliches. Wie sieht's hier aus? Noch ein Topf vielleicht? Oh ja, stimmt, ich kann ja... Ich bin ja Volltrottel-LP. Oh ja, ich bin ja Volltrottel-LP. Ich habe ja den Dings. Ich hätte ja... Ich kann mir ja hier... Oha, das muss ich noch... Das sollte ich vielleicht wirklich noch machen. Kann ja hier ganz viel. Wobei, jetzt kommt als nächstes, kommt schon wieder cooles Zeug. Das will ich eigentlich nicht. Das will ich eigentlich... Würde ich gleich einsetzen in der nächsten Ebene. Okay. Interessant. So, weiter im Programm. Nice. Mehr Damage. Nice. Batterie-Item für das Viech wäre auch ganz cool. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Wenn wir, also das würde ich mir nachher holen. Das würde ich mir nachher holen. Okay. So, bereiten wir erstmal die Fläche vor. Können wir erst ein bisschen machen, ne? Ja, ich denke, das ist okay. Das macht einfach nur die... Genau, das macht einfach nur diese Dinge. Bombe machen wir auf Hold. Oh mein Gott, da kommt ein Dings. Den machen wir gleich. Den machen wir gleich. Hier, hier. Jetzt muss ich... Wie ist denn das jetzt? Das explodiert, ne? Ja, okay. Also da muss man echt aufpassen. So, und jetzt kommt nämlich er hier. Insane. Guckt euch das an. Ist das nicht geil? Ich darf nur das Viech nicht angreifen. LOL! Wo kommt... Hä? Ach so, weil ich ne Dings mache. Ja, klar. Oh, nee. Ich hab's versaut. Ja, ist okay.
Da war der Effekt wieder weg. Es war ein kurzes Vergnügen. Aber es war gut. It was good while it lasted. Also das Problem ist halt echt, dass man die Dinger schnell kaputt macht wieder, ne? Das ist... Ja, man schießt die halt schnell wieder an. Falsche Richtung! Ich muss mit den Dingern so böse aufpassen, dass ich diesen Müll nicht mache. Eieiei. Oh, ich sollte mehr Monstro einsetzen, ganz ehrlich. Little Monstro macht so viel Schaden. Ich muss eigentlich gar nicht mit den ganzen Kackhaufen arbeiten. Oh, bum, 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 boy. Ich weiß teilweise gar nicht, was passiert. Ich kämpfe einfach nur noch. Oh nein, ich habe ganz viele Dinger gesetzt, Hilfe. Okay. Ah, mehr Spuren. Das hätte ich jetzt aufheben sollen, zum Beispiel. Das hätte ich aufheben sollen, die Spur. Aber ist in Ordnung. So. Aber ich setze halt Monstro kaum ein auf die Art und Weise, weil ich überhaupt nicht mehr so kämpfe. Das ist eigentlich dumm. Das war auch dumm. Ja, schade. Da ist leider nichts, was wir uns leisten können. Ja, schade. Na gut. So, halt, da liegt Geld. So kam das jetzt zu mir. Habe ich auch einen Magnet an mir? Oh, das wäre auch cool. Aber, ja, nee. Kann ich ja gar nicht mitnehmen. Kann ich ja gar nicht mitnehmen. Achso, ich wollte gerade fragen, wieso hat es jetzt den Damage hochgeschoben, aber ja, klar. Weil wir das passende Rainbow-Item gerade hatten. Na, mach dich halt weg. Sheesh. Ach komm, das... Verarschen kann ich mich alleine. So, aber die Tiersrate ist noch nicht so geil. Da müssen wir noch dran arbeiten. Okay, Schlüssel mitnehmen. Und dann hoffen, dass wir wieder ein bisschen mehr an Energie kommen, weil so ist es im Moment nicht so viel Energie, Dings, technisch. Oha. Komm, schwarzes Herz. Das war nix. Das war gar nix, meine Freunde. Das war gar nix. Eight Ball. Mit der Lovers, das nützt uns richtig viel. Okay. Das ist jetzt halt auch wieder so ein Item, ich muss es halt einsetzen. Und bis der aufgeladen ist, ja, ich werde ihn zu selten einsetzen. Sie ist schon kommen. Gibt es ein leckeres Tiers ab, aber ich komme noch nicht ran. Das ist ziemlich ärgerlich. Aber es gibt hier auch ein leckeres Herz, dann ist es. Ich werde hier wahrscheinlich fast nur blaue Herzen kaufen. Ah, ich habe nicht vorbereitet, ich bin dumm. Nein! Ich bin dumm. Nein! Oh mein Gott! Ich bin so tot.
Ich bin so tot. Ups. Okay. Gut, genug. Genug Versuche. Genug Versuche. Wir haben Blue Baby kennengelernt. Also Tainted Blue Baby. Am Anfang war ich echt verwirrt, aber das ist super interessant. Das ist super interessant. Oh mein Gott. Ich muss nur sagen, wenn man eigentlich... Also eigentlich hätte ich, glaube ich, mich jetzt gar nicht mehr so sehr auf die Haufen konzentrieren sollen, weil wir waren auch so recht gut beisammen. Ne? Aber das kann ich mir jetzt im richtigen One noch viel interessanter vorstellen, wenn du so die einzelnen Räume halt hast. Und vor allem Bosskämpfe. Ja, doch, 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 doch. Gefällt mir. Gefällt mir. Dafür, dass ich erst sehr verwirrt war und es gar nicht so interessant fand. Das entwickelt sich mit der Zeit. Das muss man erstmal eine Weile spielen, um es zu verstehen. Das ist voll gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.